Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Darksiders 2. So, jetzt wollte ich nochmal in die Schmiede gehen. Ach, da haben wir den Bub ja auch. Reden wir nochmal kurz mit dir. Ich weiß es nicht. Ich bin nur ein Bübchen. Okay. So, und zwar... Hallo? Er sagt immer noch nichts. Was führt dich... Oh, Valus war fleißig. Es gibt neue Ware. Okay. Das hört sich doch schon mal ganz gut an. Aber wir werden erstmal verkaufen. Valus wird das gut gebrauchen können. So. Das passt gut zu den anderen. So, und hier natürlich auch nochmal. Alles, was wir halt nicht mehr brauchen. Den dunklen Rächer. Ich weiß nicht, ob ich den verkaufen sollte, aber ich denke mal schon. Valus wird das gut. Weil wir wollen uns ja verbessern und nicht immer auf demselben Stand bleiben. Und hier jetzt auch nochmal gucken. Na, hier hatten wir ja auch nichts Besseres. Das passt. So. Hier können wir auch alles wegmachen. So. Ah, und hier bei den Amuletten. Valus wird das gut. Ja, und die verkaufen wir natürlich nicht, weil die brauchen wir ja ab und zu mal. Dann gucken wir jetzt mal beim Kaufen. So, die spektrale Sense, Zorn pro Kill, Zorn bei kritischen Treffern. Ne? Und bei den Waffen hier bin ich mir auch nicht so sicher. Wilde Armklinge. Ne? Also ich denke mal, lila scheint das Beste zu sein, was man kaufen kann. 37 Verteidigung, kritischer Schaden, Gesundheit, gefundenes Geld plus 10%. Ja. Eine ausgezeichnete Investition. Nehmen wir das doch mal mit. Weil ich bin der Meinung, dass lila derzeit das Beste sein soll. Aber das hier sind ja auch wieder Schnellschaden. Ne? Und bei Sensen haben wir eigentlich auch noch nichts Besseres. Gut. Denn... Einmal zurück. Ne, es ist immer noch nicht I, es ist O. So, wir haben ja jetzt hier ein paar bessere Füßchen. Ah, sehen noch ein bisschen stylischer aus. Jetzt haben wir auch ein bisschen mehr Leben dazu. Ah, ist so schön. Leb auch wenn es nur 63 ist. Jetzt ist aber die... ja, das ist halt... Ab und zu. Oh, du bist es, Alter. Explodieren hier jetzt eigentlich auch? Wow. Aber sie machen mir zum Glück keinen Schaden. So, ich wollte nämlich auf der Karte und dann Aufgaben. Ah, haben wir hier noch Aufgabe Schmiedehammer. Finde die zerschlagene Schmiede. Können wir das auch, ja, machen wir erstmal Weltkarte. Wir haben ja hier so oder so alles so weit drinne. Die zerschlagene Schmiede, ja. Können wir auch mal auf aktiv setzen, weil das ist ja eigentlich nicht das, was wir jetzt machen müssen. Das andere wäre jetzt Herz des Berges, sprich mit dem Wächter. Aber ich würde hier schon die Nebenquest absolvieren wollen. Ja? So, hoch, jetzt habe ich das aus Versehen zurückgemacht. Können da ja auch schnell reisen hin, oder? Nee? Kann ich hier schnell hinreisen? Achso, ich muss ja erstmal das Aufgabenmenü wegmachen. Enter, Schnellreise. Ja. Sparen wir uns ein kleines Stückchen Weg. Und sind natürlich gleich da. Okay. Ist nur die Frage, bringt uns das... Oh. Na? Stück und Steine. Ja gut, dann müssen wir jetzt hier sowieso runter. Haben wir keine andere Wahl. Gucken wir, ob hier unten noch irgendwas drin ist.
im Wasser, ja, siehst du mal. Aber ansonsten sieht es nicht danach aus. Gut, dann wollen wir mal den Schmied seine Waffe. Knochenspalter war das, ne? Ja, bring den Hammer. Sein Hämmerchen finden. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Die zerschlagene Schmiede. Ich wollte gerade sagen, es ist so simpel, da einfach nur hinzugehen, aber scheinbar nicht. So, da wir hier wieder hochkommen, gehen wir erstmal eine Runde schwimmen. War eine gute Entscheidung. Ah, sonst ist hier nichts mehr im See. Dann wird hier wieder hochgeklettert. Und wahrscheinlich ist da der Hammer drin, ne? Heißt, wir müssen hier wohl irgendwie einmal außen rum. Dürfte aber nicht das Problem sein. Wir sind ja jetzt ein bisschen besser equipped hier. Oder wird das doch ein Problem? Na, gehen wir jetzt erstmal Badespaß machen hier. Okay, hier ist soweit nichts. Hier geht's aber tiefer. Oh, die Kamera ist unter Wasser hier ein bisschen ekelhaft. Ich hoffe, ich übersehe nichts. Oh. Wir werden also schon erwartet. Dann machen wir erstmal Truhen auf. Verlieskarte. Okay. Immerhin was. So, hoch hier. Hier wieder runter und... gleich mal richtig reinsammeln. Apropos. Fast was vergessen. Also zorntechnisch bauen wir ja richtig schnell wieder auf. Wenn sie nicht gerade ins Wasser fallen. Gut, da kommen wir nicht weiter. Da oben sehe ich die Bombe schon. Aber da kommen wir so gerade noch nicht hin. Da geht's runter. Hier geht's auch runter. Gehen wir erstmal hier runter. Okay. Ach, das ist wahrscheinlich, wenn wir runterfallen, oder? Hä? Aber wie sollen wir denn da oben langkommen? Hab ich da jetzt gerade was übersehen? Ach so, wir sollen Wandsprünge machen. So, wird dann Schuh draus. Und hier können wir einfach auch Wandsprünge ausführen und haben es eigentlich auch. Na? Ich wollte gerade sagen, jetzt wollte er nicht hoch. Aha. Nee, das war auch schon wieder verkehrt. Ich gehe immer zu schnell runter, denke ich mal. Auch hier müssen wir über die Wand lang. So. Ah. Gäste kommen gleich. Und sich ist empfangen. So. Nein. Wir
Wunderbar. Ist doch aber nur die Frage, wie kommen wir da rüber? Weil wir müssen das ja dann hier irgendwie hinschmeißen. Das leuchtet mir gerade noch nicht so ein. Also wann springen kommen wir jetzt hier nicht in Frage. Aber hier unten irgendwas. Vielleicht das Wasser steigen zu lassen. Auch nicht. Wir haben aber auch nichts, um die Bombe zu ziehen. Das Zünden der Bombe bringt natürlich dann dementsprechend auch nichts. Hier haben wir auch soweit nichts. Wir sind ja irgendwie hier durch. Da gibt es auch keine Leiter. Es sieht hier nicht so aus, als wenn wir hier weit... Na, okay. Wer das Offensichtliche nicht sieht, ne? So. Ah gut, ins Wasser darf ich nicht, weil ich dann die Bombe verliere. Kann ich aber die Bombe gleich so schmeißen, dass ich sie drüben wieder aufsammeln kann. So. Probieren wir einfach mal ein paar aus. Springen jetzt rüber. Weil wir haben ja hier unten... Ja, jetzt, okay, die konnte ich jetzt gerade wieder nehmen. So, und, na. Damit kriegen wir nämlich die Tür hier unten auf. Aber was bringt uns das? Was ist das? Omega-Klingen. Die Omega-Klingen wurden Stück für Stück aus den Waffen erschlagener Engel angefertigt. Benutzt man die Klingen, entzünden sie ein wütendes Feuer, welcher Schlag damit den Feinden in Flammen aufgehen lassen. Und die Flammen können die Feinde im Umfeld überspringen. Dieser Effekt, auch als Omega-Feuer bekannt, vernichtet all jene, die sich gegen das Gleichgewicht stellen. Okay, die Waffe hört sich doch schon mal ziemlich OP an. Oh, ist aber ein bisschen schlechter als unser Krakenos-Hammer. Aber hat halt eine Spezialfähigkeit. Legen wir mal an. Mehr als schief gehen kann es nicht. Bin ja mal gespannt, wie die denn so drauf sind. Die netten Omega-Klingen. So, rüber mit uns wieder. Bomben können wir auch mal liegen lassen. Ich hoffe, es stört niemanden. Und jetzt hier in den Raum. Okay. Hebel betätigen. Ist ja eigentlich kein Ding. Ah, okay. So kommen wir rüber zur Bombe. Eigentlich ganz simpel. So. Na komm, noch um die Ecke. So, Bombe nehmen. Runterschmeißen. Detoniert. Und durch müssten wir sein. Die Bombe brauchten wir jetzt aber für nichts weiter, ne? Nö. Ja. Versuchsobjekt für die Omega-Klingen. Okay, macht ganz schön Damage. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und rasieren tun wir damit ja richtig gut.
Holy shit. Die haben ja richtig Gas gegeben, die Klingen. Okay, und weiter geht's. So, hier haben wir wieder zwei Trüchen. Unsere verdiente Belohnung, hoffe ich. Okay, aber die Omega-Klingen sind ja schon so eigentlich ganz nice. Ah, Area-Kampf? War so klar. Ah, zeig mal, was du drauf hast. Kreation-Champion, du. Wir sind viel schneller als du. So, hier. Bevor die überhaupt da sind, werden sie erstmal behakt. Dafür, dass der Schaden eigentlich so gering ist, ist das extrem easy so. Wow. Okay, wir holen mal kurz ins Bild. Na, lässt du das mal. Unsere Ghule kümmern uns bei ihr um den einen oder anderen. Bitteschön, hast du auch mal ein paar Ghule? Okay, der ist ein bisschen böse. Aber wenn wir in den Nahkampf gehen, dann geht das auch. Sie haben eine bessere Waffe aufgenommen. Bessere Waffen gewinnen an Erfahrung, wenn sie Gegenstände geopfert werden. Okay. Besessene Doppelsensen? Aha. Verbessern. Kann ich da jetzt einfach immer was reinsetzen, oder wie? Opfern. Opfern. Ah, desto besser auch der Gegenstand, desto höher wird auch das Level. Stufe hoch. Folgende Attribute werden erhöht. Schaden. Und kritischer Schaden. Neu. Verteidigung. Okay. Erweiterung auswählen. Achso, ich kann auch selber sagen, was wir haben. Ah, Chance auf Crit-Schaden. Widerstand. Ich nehme mal Chance auf Crit-Schaden. Cool. Die machen jetzt auch an und für sich denselben Schaden wie unsere normalen. Müssen halt nur noch ein bisschen mehr geopfert werden. Kann man die nochmal opfern? Nochmal verbessern? Ach, man kann die... Ach, hier oben, die Totenschädel sind wohl wahrscheinlich die Verbesserungseffekte. Ja, sehr, sehr nice. Okay, die Waffe gefällt mir. Ja, das hatten wir doch jetzt schon selbst rausgefunden. Danke, danke, danke. Liebes Tutorial, aber nein, danke. Okay. Oh, hier müssen wir wieder an der Wand lang. Oh, das wird knapp. Aber klappt. Das heißt, wir verkaufen jetzt eigentlich auch keine Waffen mehr, sondern wir opfern die Waffen eigentlich nur noch alle rein. Und sind wir jetzt hier überhaupt richtig? Okay, der Raum kommt mir jetzt nicht so bekannt vor. Okay, hier geht's ins Wasser. Da können wir irgendwie hoch, aber dafür brauchen wir eine Bombe. Gehen wir erstmal runter. Gehen wir erstmal ins Wellenbad, wollte ich gerade sagen. Bisschen schwimmen. Wo kommen wir jetzt hier wieder raus? Ah, ich glaube, ich habe auf Anhieb den richtigen Weg gefunden. So.
Ja, auf Anhieb den richtigen Weg gefunden. So, hier einmal rüberschmeißen. Brauche ich das noch für irgendwas? Ich hoffe mal nicht. Okay, können wir erstmal wieder runter? Ah doch, hier oben hätte ich es noch gebraucht. Stimmt. Jetzt habe ich es nur da drüben freigeräumt. Okay. Auf ein neues. So, wo war das Loch? Da ist das Loch. Einmal abtauchen. Und wieder auftauchen. So. Alle ab. Schnell jetzt Gas geben. Nein! Ah, jetzt habe ich sie verloren. Na gut, das war jetzt nicht so toll. Heißt, wir müssen wieder tauchen. Ah. So. Jetzt hier rüber. Bombe nehmen. Ich hoffe, das hat jetzt gereicht und da oben ist jetzt alles freigesprengt. Okay. Sogar mit Kiste. Ist aber nur die Frage. Ja, von hier aus müssen wir jetzt natürlich weiterspringen. So. Einmal eine Runde klettern. Ah, Mensch. Da habe ich den Absprung nicht geschafft. So. Jetzt aber. Und. Okay. Jetzt hier uns fallen lassen. Ja, wie kommen wir da drüben hin? Da ist zumal auch noch eine Tür. Ich glaube, ich bin hier auch ein bisschen falsch abgebogen. Ich muss jetzt hier wieder runter. Hier rüber. Und hier hoch. So, wir dann einen Schub raus. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, schaltet wieder ein. Und bis dann.